Mein Name ist Wilhelm Krüger, stellvertretender Gemeindebrandinspektor der Freiwilligen Feuerwehr Einhausen und heute hier Einsatzleiter. Wir wurden alarmiert zu einem vermutlichen Gartenhüttenbrand oder Garagenbrand in der Rheinstraße. Bei unserer Ankunft haben wir auf einem im Moment unbebauten Grundstück eine Garage, ehemalige Garage vorgefunden, in der Mobiliar und altes Material aus einem Altbau brannte, darunter Kunststofffenster. Dieses hat sehr stark gebrannt und drohte auf das gesamte Nebengebäude überzugreifen. Der Brand wurde mit zwei C-Rohren, mit zwei Trupps und der PA recht schnell bekämpft und niedergeschlagen, sodass wir dann die gesamte Bausubstanz schützen konnten. Wir haben diesen Brand dann gelöscht und das sämtliche Brandmaterial aus dem Gebäude herausgetragen und abgelöscht. Wir waren mit zwei Löschfahrzeugen und zwei Unterstützungsfahrzeugen hier vor Ort mit insgesamt 22 Mann.